Ja, hallo liebe Freunde und willkommen wieder zurück zu Sim Airport und mein Chaos Flughafen. 170 habe ich noch auf dem Konto. Ich krieg das Ding noch mal hin. So, müssen wir doch ein bisschen was machen, wa? Hygieneanforderungen. So, was ist denn? Fehlt noch ein Mülltimer? Bestimmt, wa? Auf mindestens 60? Mir fehlt ein Mülleimer. Na. Eins. Ja. Boah, Gott, ja. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Jo. Mit dem Mülleimer. Ich hab noch ein paar hier weggeschmissen. Ach, und wenn, dann möchte ich gerne das... Vielleicht mal hier was... Ja, genau. Ich mache noch was anderes. Mir fällt da gerade was ein. Mir gefällt das hier oben zwar mit der Sicherheitszone ganz gut. Aber ich möchte da ein bisschen was anderes machen. Gibt es... Erstmal einen Boden ziehen. Ich muss gleich mal was gucken. Ich habe ja noch ein bisschen Platz. Ich muss gleich mal gucken. Das ist was, was ich jetzt auch mal so mal sehen möchte. Ich möchte nicht, dass sie alle wie gebildeten Schusterappen da rumlaufen, sondern ich möchte sie wegweisend in einen Weg hineinführen. Da muss ich mal ganz kurz gucken, was wir hier so haben. Strukturen? Nein. Warteschlangen? Nein, die brauchen wir auch nicht. Der Zaun brauchen wir bestimmt nicht ziehen. Gucken wir mal, was wir hier so haben. Ja, da laufen die voll drüber. Ich habe erst überlegt, ob ich da so ein paar Blumen hinmache, aber da rennen die einfach quer durch. Das interessiert den Scheiß. Ob da eine Blume steht oder nicht, das ist denen egal. Die machen das Ding einfach platt. Das juckt die nicht. Nein. Ja, das sind die Ausgänge. Stadtbahn kann ich auch schon bauen? Oh, schon teuer, 100. Oh, nee. Nee. Das übersteigt auch so ein bisschen mein Gehalt. Was ist das hier eigentlich? Zubereitungsfläche. Aha. Ah, das ist nachher für die Küche. Ein Zeitungskiosk könnten wir hier noch reinballern. Dann haben die jetzt schon mal erstmal was, wo sie was kaufen können. Nicht nur immer denselben Scheiß, da müssen wir auch gleich einen Verkäufer einstellen. So, und hier muss ich gucken. Ich wollte das eigentlich ungern mit der Wand abtrennen, wisst ihr? Jetzt hier so eine Wand durchziehen, dass die nur hier raus können. Wollte ich eigentlich ungern machen, wird mir aber wahrscheinlich nie anders erspart bleiben, wa? Denke ich mir mal. Schade. 1, 2, 3. Dann fehlt hier auch noch ein Gepäck. Ah ja, so, wir müssen erstmal Verkäufer einstellen. Weil, ich glaube, für das Ding da nachher brauchst du einen Verkäufer. Hier fehlen welche? Was fehlt denn? 29 Jahre. Rein da mit dir, Junge. Keine Müdigkeit vorschützen. Hüpf rein. Wo fehlt denn einer? Oh, da. Naja, gut. Komm, wir spulen mal wieder ein bisschen weiter vor. Jetzt brauchen wir auch noch einen Verkäufer für das Ding da oben. Ja, man glaubt es gar nicht, aber wir brauchen hier für einen Verkäufer, der den Zeitungskioskstand besetzt. So, was fehlt noch? Stelle Verkäufer rein. Habe ich doch schon. Habe ich doch schon gemacht. 5, 5, 20, scheiße was, 2, 2, sauber. So, ich werde wahrscheinlich hier wirklich eine Wand durchziehen müssen, wa? Finde ich zwar schade. Aber ich möchte gerne, dass die Leute hier rausgehen. So ein bisschen geregelt hier rauskommen. Nicht einfach quer mir über das ganze Flughafenfeld laufen. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das so schöner. Jeder wie er will. Das sind so die Feinheiten, die man selber nachher machen kann. Genauso würden Leute sagen, das hier sieht scheiße aus. Dass sie erst hier rum müssen und dann da rum müssen, naja, so. Habt ihr wahrscheinlich auch recht. Kann man optimaler lösen alles. So, dann können wir hier noch eine Info hinpacken. So, wo bist denn du? Eine Infotafel? Weil, dann sieht das mir nicht ganz so aus, als wäre es gewollt. So, so ein bisschen gewollt. So, auch cool, hier unten ist auch schon fertig. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. So, wir haben noch 152. Ihr seht, also die rennen jetzt hier rein, dann müssen sie da rum und dann rennen sie hier raus. Das finde ich schöner, als wenn sie mit der überall rüber rennen. So haben sie ein bisschen geordneteren Weg. Na, später sieht das Ganze alles noch ein bisschen anders aus. Eigentlich müsste ich auch noch ein Gepäcks, so einen Ganzkörperscanner bauen. Aber der passt hier sowieso nicht rein. Ich hab drauf geschissen. Das werde ich mal einen Weihnachtsbaum hinstellen, dann geht es den allen bestimmt richtig gut. So, und hier, das meine ich mich auch, deswegen reicht das am Anfang noch aus. Je mehr wir aber nachher dazu ballern, desto schlimmer wird es werden.
Landebahntechnisch, wir können noch mal später über eine zweite Landebahn noch mal reden. Aber erstmal muss ich ein bisschen den Rubel reinrollen lassen. Und ich werde das als nächstes hier mit dem Bus-Shuttle machen. Das können wir alle schon mal so weit bauen. Das ist ja gar kein Problem. So ein Busgate. Wir müssen das so bauen. Immer, dass die Bürgersteigwege hierher zeigen, ne? So, dann lassen wir uns das erstmal einbauen hier. Wir bleiben erstmal auch noch auf mindestens ein oder zwei S-Flügen bleiben wir noch liegen. Und dann geht das mal langsam auch in Richtung L und Treibstoff betanken und habt ihr nicht alles gesehen. So, ich brauche definitiv auch noch eine Straße. Mann, was schreibe ich denn hier heute? Ein S-Gate außen brauche ich. So, nicht zu nah, ich möchte schon da rein. Eins, zwei. Zwei Stück, die reichen hier komplett aus. Den Scheiß hier lasse ich mir in der Mitte ein bisschen frei. Da brauche ich noch eine Straße. Ich weiß nicht, ob diese Fahrrichtung wirklich eine effektive Sinnmöglichkeit bietet. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Aber ich werde es nutzen, um es so zu bauen. So, eventuellerweise